Berichten zufolge soll das Nester während einer Routineüberprüfung der Systeme einen Fehler entwickelt haben. Glauben Sie das nicht? Die Fehlfunktion folgte einem Plan mit dem Ziel, uns auszulöschen. Atomraketen waren auf alle größeren Städte der Erde gerichtet und das Nester war darauf programmiert, den Kollaps zu starten. Als die Raketen ihre Ziele suchten, versagten seine Laserverteidigung und seine Raketenabwehr auf dem Boden. Die Welt, wie wir sie kannten, hörte auf zu existieren. Der nukleare Winter traf uns hart. Viele, die den Nuklearschlag überlebt hatten, wurden von Krankheiten und Hungersnöten dahingerafft. Die Überlebenden kämpften buchstäblich um jede Hundefutterdose. Anfang 86 flohen wir aus Seattle. Wir hatten gehört, dass die Rocky Mountains relativ frei von Strahlung sein sollten. Nachdem wir einige marodierende Banden zurückgeschlagen hatten, stießen wir auf die Basis. Ihre Mannschaft war tot, gestorben an irgendeiner der vielen ansteckenden Krankheiten. Wir brachen die Türen auf und schafften die Leichen heraus. Niemals mehr würde die Welt so sein, wie wir sie kannten. Aber wir waren entschlossen, eine neue Welt aus den Ruinen zu errichten. Wir bauten die Landefelder wieder auf und brachten die alten Systeme wieder online. Wir waren schließlich so weit, um unser Projekt beginnen zu können. So, mit diesem schönen Intro-Video, das extrem hohe Qualität hat und absolut synchroner Untertitel. Ja, heiße ich euch willkommen zu meinem dritten Let's Play. Ich spiele dieses Mal Warzone 2100, wie man unschwer erkennen kann. So, und wie man im Intro-Video schon gesehen hat, ja, oder gehört besser gesagt, hatte das Naster-System, das ultimative Abschreckungssystem, naja, sehr abschreckend, einen kleinen Systemfehler und hat halt mal kurz die Menschheit fast völlig ausradiert. Und die wenigen Überlebenden haben sich, wie man gesehen, also wie man gehört hat, verdammt, kann es einfach nicht auseinanderhalten. Ja, wie man gehört hat, eine Zeit lang ums Überleben gekämpft, beziehungsweise kämpfen immer noch. Und einige davon haben sich zu einem, ja, wie soll man sagen, Organisation, Nation, wie auch immer man das nennen möchte, zusammengeschlossen. Und die wollen die Erde wieder aufbauen. Oder halt Zivilisation und ja, wie üblich halt nach Dritten Weltkrieg oder atomare Vernichtung, irgendjemand will wieder alles aufbauen. Der ist halt zufällig da und sagt sich, hey, ich baue das jetzt wieder auf. Ja, gut. Was gibt's zu dem Spiel selbst zu sagen? Also das ursprüngliche Spiel kam 99 irgendwann raus. Genau Datum weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall irgendwann 99. Hatte damals für die damalige Zeit eine ziemlich gute Grafik. Und man konnte verdammt viele Einheiten bauen, da man sich die Einheiten selbst zusammenstellen darf. Und auf jeden Fall, nachdem man irgendwann die Entwicklung, Weiterentwicklung durch Updates und Patches eingestellt war, kam dann Ende 2004, glaube irgendwann im Dezember, die Freigabe des Source Codes, wodurch sich dann einige rangesetzt haben und neuen Patch geschrieben haben und weiterentwickelt und so weiter. Und das waren zwei verschiedene, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, Teams, die es gemacht haben, bis beide dann inaktiv wurden und sich die restlichen Entwickler zu einem zusammengeschlossen haben und es dann komischer Sound, du. Macht mir Seuchen. Ja, das Warzone 2100 Resurrection Project. Oh, hoffe ich, habe ich das jetzt richtig ausgesprochen. Wahrscheinlich nicht. Gegründet haben. Oder halt zusammengeschlossen haben. Und dann, ja, weiterentwickelt haben eben. Und 2008 dann wurden auch noch die Videos und alles unter GPL gestellt. Und seitdem kann man die auch mit herunterladen mit dem Installer. Oder wenn man installiert, kann man sie mit herunterladen oder separat. Allerdings nur die englischen. Es
gibt aber eine deutsche Fanseite, wo auch die deutschen Videos angeboten werden, wo man dann die englischen durch ersetzen kann. So wie ich es gemacht habe. Deswegen sind die Videos auf Deutsch, ja. Genau. So, was wollte ich noch sagen? Ach ja, es ist ein Echtzeitstrategiespiel. So ähnlich wie Command & Conquer. Nur halt, dass man auch diverses erforschen kann und so weiter. Und naja, je nachdem welches Command & Conquer hat es auch bessere Grafik. Oder schlechtere. Je nachdem welches Command & Conquer man jetzt als Vergleich nimmt. Ist halt auch schon ein bisschen älter. Was noch? Ja, also, ja, das war im Prinzip das Wichtigste jetzt, ohne irgendwas zu spoilern, war das jetzt im Prinzip erstmal das Wichtigste. Okay, das muss ich jetzt kurz rausschneiden. Das war nicht mein Desktop, nein. Ich habe das Spiel schon mal angespielt, in Version 2.2.4 war es, glaube ich. Hab dann aber gelesen, ey, bitte schon da von Version 2.3 und so und dauert nicht mehr lang, bis finale Version kommt. Hab mir gedacht, ich war das doch wegen. Deswegen hat er ein wenig länger gedauert, ja. Egal, ich spiel's also momentan Version 2.3.1. Ist die aktuellste, offizielle, stabile Version momentan. Und sollte eine neuere rauskommen und die Spielstände kompatibel sein, werde ich zwischendrin auch mal auf eine neuere wechseln. Für den Fall, dass sich Änderungen ergeben. Des Weiteren werde ich das Ganze auf schwer spielen. Also die höchste Stufe. Auch wenn ich überhaupt nicht gut in solchen Spielen bin. So wie in allen anderen Spielen leben. Total schlecht. Aber egal. Wer will sich nicht anschauen, wie ich 20.000 Mark gegen denselben Gegner verliere und irgendwie überhaupt keine Chance habe. Und ich werde es auch nicht schneiden. Nein, ich werde so ziemlich alles drin lassen. Außer mir kackt mal Fraps irgendwann zwischendrin ab. Dann könnte es mal sein, dass ein Stück fehlt. Wobei ich sagen muss, Fraps läuft ziemlich gut mit dem Spiel. Doch, ja. Recht schön. Und das Tutorial werde ich auch mitspielen. Damit fangen wir auch gleich mal an. Gab es da auch ein Video? Also insgesamt habe ich das Spiel schon mal im Geplänkel-Modus. Nein, gab kein Video. In dieser Trainingssitzung lernen Sie, eine effektive Basis aufzubauen. Schöne Frauenstimme. Ölressourcen immer gut. Sind der Schlüssel zu ihrem Erfolg. Ja, also Öl, das ist die Ressource in dem Spiel. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf einen Ihrer LKWs. Ja, komm. Klicken Sie anschließend mit der linken Maustaste. Ja, dann fahren unsere Laster dahin. Die haben wegen Schutt hinten drauf und schießen dann mit Energieressource. Ja, Konstruktion den abgeschlossen. Blauen Laserpointer. Der ist derzeit inaktiv. Da drauf. Dann wird es gebaut. Ja. Wie auch immer sie das ausgedacht hat, muss ganz schön auf Drogen genommen haben. Und dann brauchen wir natürlich noch ein Kraftwerk, wo das Öl verbrannt wird oder was weiß ich, umgewandelt wird in Energie auf jeden Fall. Das ist das hier, Energie. Also sobald man einen Ölbohrturm hat und ein Kraftwerk, kriegt man die. Und dann kann man es halt ausgeben für Einheiten und Gebäude und so Zeug, Forschung. Genaue Einheiten bezeichnen gibt es nicht. Also Energieeinheiten bezeichnen ist halt einfach Energie. Abgeschlossen. Während Ihrer Mission halt. Müssen Sie die Technologien aus der Zeit vor dem Kollaps finden und bergen. Ja, komm. Verwenden Sie einen Gib mir LKW, nächste Option. Um nach dem durch einen Radarimpuls angezeigten Artefakt zu suchen. Technologien. Bewegen vor Sie dem Zusammenbruch über das Artefakt. Oder Zerstörung der Zivilisation oder wie auch immer man das jetzt genau nennen möchte. Klicken wenn man Sie die aufnimmt, kriegt man eine Technologie. Das Artefakt zu bergen. Oder halt. Zu